Hallo, ich bin wieder aus dem Urlaub zurück und habe gedacht, ich melde mich mal mit einem Thema, was sich aus den Kommentaren und Beiträgen zu meinen Videos immer wieder ergibt. Viele von euch schreiben unter entsprechende Beiträge, auch wenn man mal Fotos von bestimmten Blitzstellen zeigt oder wenn sie selber da geblitzt worden sind, dass es sich dabei um Abzocke handelt und dass sie sich ungerecht behandelt fühlen und dass man den Eindruck hat, dass die Polizei oder auch die Kommunen hier nur Kasse machen will. Warum mache ich dazu ein Video? Ich glaube, dass dieser Eindruck, den viele haben, insbesondere in Deutschland, nicht unberechtigt ist. Das ist mir aufgefallen, als ich jetzt mit dem Wohnmobil hier von Deutschland über Belgien, Frankreich, durch England, Großbritannien bis hoch an die Nordküste von Schottland gefahren bin. Da ist man durch verschiedene Länder durchgekommen und hat sich die unterschiedlichsten Art und Weisen und auch Blitzgeräte angeguckt und auch die Art und Weise, wie darauf hingewiesen wird. In den Niederlanden und in Belgien zum Beispiel, da sind die ganzen Blitzgeräte farblich gekennzeichnet. Das hat eine Signalfarbe, ich glaube in Orange oder Gelb. Da wird auch vor jeder Radarkontrolle oder Sectionkontrolle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass da geblitzt wird. Da scheint es tatsächlich so zu sein, dass man wie auch immer erreichen will, dass die Leute verkehrsangepasst fahren und die Geschwindigkeit reduzieren und dass da nämlich die Prävention und Unfallvermeidung im Vordergrund steht. Dann kommt man nach Frankreich, da stellt man fest, da ist das genauso. Da wird an den ganzen Autobahnen überall darauf hingewiesen, dass dort gemessen wird. Und zwar nicht nur mit einem Schild, wie bei uns mal, Vorsicht Radar, sondern das wird permanent da wiederholt. Allerdings muss man da sagen, dass dort die Blitzgeräte überwiegend, ja, ich will nicht sagen getarnt sind, aber unauffällig sind, so wie bei uns, ein grauer Kasten, der am Rand steht. Da wird auch von hinten geblitzt, da muss also nicht mal ein Fahrerfoto vorliegen, weil die ja auch eine Halterhaftung haben. Und das kriegt man vielleicht gar nicht mit und erst wenn man aus dem Urlaub wiederbekommen kommt, kriegt man Post. Ich halte diese Variante nicht für besonders klug, weil der Betroffene überhaupt nicht mehr weiß nach 2, 3, 4, 5, 6 Wochen, wo er sich denn nicht verkehrsgerecht verhalten hat und dementsprechend der Lerneffekt geringer ist. Wenn ich von vorne geblitzt werde, den Blitz sehe, dann weiß ich, oh Mist, und setze dann meine Fahrt auch vielleicht verlangsamt fort, weil ich in dem Augenblick daran ermahnt worden bin, dass ich mich fahrlässig falsch verhalten habe und mich dann regelkonform verhalte. In England muss man sagen, ist das echt irre. Da hat man das Gefühl, da ist flächendeckend auf den Autobahnen und Bundesstraßen Verkehrsüberwachung präsent. Alle paar Kilometer ist da ein Blitzgerät oder sogenannte Section Controls. Das sind also irgendwelche Masten, die Kennzeichen des Fahrzeugs nehmen, möglicherweise auch ein Fahrerbild machen und dann die Durchschnittsgeschwindigkeit von Abschnitt A bis Abschnitt B errechnen. Und das geht da über zig Kilometer. Ja, da sind dann 5, 6, 7, 8 dieser Masten hintereinander über 40, 50 Kilometer auf der Autobahn. Und da wird man ganz, ganz massiv dazu angehalten, langsam zu fahren. Die Dinger sind auch gekennzeichnet, die sind immer beschildert, die sind auch farblich gekennzeichnet. Interessant ist, dass auf manchen hinten, auf den starren Kästen hinten drauf sogar steht, es gibt keine Gnade beim Geschwindigkeitsüberschreitung. Ich habe persönlich festgestellt, weil man so oft daran erinnert wird und die Dinger so gut gekennzeichnet sind, dass man tatsächlich mit einem anderen Bewusstsein da nochmal fährt und wirklich peinlichst genau darauf achtet, nicht erwischt zu werden. Sicherlich gibt es da auch Verfahrensprobleme oder auch Probleme hinsichtlich der Auswertung des Messwertes, wenn man da mal erwischt worden ist. Aber Hauptpunkt soll ja sein, dass wir die Verkehrssicherheit herstellen und das kann ich natürlich am besten da erreichen, indem ich die Messstellen oder auch die Messsektionen kennzeichne und dem Autofahrer mitteile, pass mal auf, mein Freund, wenn du hier nicht aufpasst und zu schnell fährst, dann wirst du bestraft. Anders ist das hier bei uns. Hier wird bestenfalls mal, und das vielleicht auch schon 1, 2, 3 oder 4 Kilometer vor der Messstelle selbst, mit einem Schild darauf hingewiesen, Vorsicht Radar, und dann wird irgendwo ein Gerät am Rand aufgebaut, möglicherweise auch getarnt oder versteckt, um dann die Leute beim Geschwindigkeitsüberschreitung oder Abstandsunterschreitung zu erwischen und dann abzukassieren. Daraus resultiert meiner Meinung nach hier bei den meisten der Eindruck, dass man abgezockt wird oder dass hier im Vordergrund steht, dass man Kasse macht. Ich werde nachher mal am Ende des Videos verschiedene Bilder aus den verschiedenen Ländern und auch aus Deutschland dranhängen. Da kann man sich einen guten Eindruck machen, wie das denn dort und wie das hier zustande geht.
Und dann kann das jeder selber beurteilen, ob man vielleicht bei uns das System ein bisschen verbessern könnte, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. In eigentlich jeder ministeriellen Landesordnung hinsichtlich der Verkehrsüberwachung steht drin, dass Unfallprävention und Unfallvermeidung höchste Priorität hat und der Hauptgrund für die Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachung sein soll und dass monetäre und finanzielle Interessen keine Erwägung sein dürfen. Ich kann anhand verschiedener Veröffentlichungen auch nachweisen, dass das definitiv anders ist. Es gibt Kommunen, die sich einen Blitzer angeschafft haben, an eine bestimmte Stelle gestellt haben, der wurde dann geleast und dann der Leasingvertrag relativ schnell aufgelöst wurde, weil die nicht kommerziell wirtschaftlich waren und man quasi draufgezahlt hätte. Im Hinblick auf Verkehrssicherheit und Prävention wäre er vielleicht sinnvoll an der Stelle gewesen, aber da er zu wenig abgeschmissen hat, weil die Leute sich dort verkehrskonform verhalten haben, hat man den Leasingvertrag dann wieder aufgelöst. Der Blitzer auf der A46 kurz vor Wuppertal hinter Hahn-Ost in der Baustelle ist wahrscheinlich ebenfalls ein solches Modell. Da kann man sehen, dass dieses Gerät in der Zeit, also seit es scharf geschaltet worden ist, ich glaube, das ist der 10.5. gewesen, bis heute, also Mitte September, gerade mal 500.000 Euro erwirtschaftet hat. Das deckt gerade bestenfalls mal so die Kosten, die da anfallen. Für die Stadt wird da nicht viel übrig bleiben und aus einer Mitteilung des Rates ergibt sich, dass der Blitzer auch im Dezember anscheinend dort wieder abgeschafft wird. Es heißt möglicherweise wird er umgesetzt an eine andere Stelle, aber wahrscheinlich wird der Miet- oder Leasingvertrag aufgegeben und das Gerät wird dann wieder an den Betreiber oder Hersteller zurückgegeben. Also guckt euch die Fotos an, schaut mal rein. Ich hoffe, dass das Video und meine Einschätzung für euch einen gewissen Wert hattet und ihr das interessant fandet. Schaut rein, wenn es wieder heißt, Neues vom Hexer. Macht's gut, bis dann. Ciao.